Ihre Zahlungslisten und Dateien verwalten oder editieren Sie ganz einfach. Unter dem Link «Einstellungen» können Sie die erweiterten Zahlungsfunktionen einblenden. Wenn Sie DTA oder Dateien im neuen ISO-Format aufladen wollen, Zahlungslisten, das Abholen von Zahlungseingängen oder der Einzug von Zahlungen via LSV Plus nutzen wollen, so klicken Sie auf den jeweiligen Button, um diese Funktion zu aktivieren. Über die Übersicht gelangen Sie zum Link «Zahlungen». Dort finden Sie die jetzt aktivierten erweiterten Zahlungsfunktionen. Klicken Sie auf «Massenverarbeitung», wenn Sie z.B. DTA-Dateien aufladen und verarbeiten wollen. Laden Sie das entsprechende File auf und schalten Sie es mit dem Code frei, den Sie per SMS oder über den Scan vom Kontosign-Mosaik erhalten haben. Und die Zahlungsdatei können Sie unter «Datei löschen» natürlich jederzeit wieder entfernen. Genau gleich gehen Sie vor, wenn Sie für Ihre Zahlungen eine XML-Datei aufladen wollen. Nach der Verarbeitung finden Sie unter dem Link «Zahlungen verwalten» die einzelnen benannten Zahlungen und können die bei Bedarf direkt editieren. Unter dem Link «Zahlungseingänge» finden Sie Ihre aktuellen ESO-Gutschriften oder die Eingänge im neuen CAMT-Format und können die direkt für die Weiterverarbeitung für die Buchhaltung herunterladen.